Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir Elysia einen Besuch abgestattet, nur um herauszufinden, dass Heldalf da Stress gemacht hat und wir müssen jetzt einen Weg nach Camlann finden, genau. Und ja, auf den ersten Blick sieht man natürlich schon was. Ich habe mir ein, zwei DLCs hier mal gekauft. Ich hätte mir direkt alle geholt, aber hat leider nicht mehr gereicht, muss ich wohl diese Woche irgendwann mal. Und ja, ich habe die Schwimmklamotten mal gekauft und die gehen wir jetzt mal alle durch. Ich hoffe, ich habe die ganzen Klamotten hier richtig zugeordnet. Sogar mit extra Musik habe ich während meiner Trainingssession mal alles laufen gelassen und angehabt. Sehr schön, ne? Ah, weiß so gut. Wie viel hat der gekostet? 10er oder so für alle Dinger. Das Blöde ist allerdings, man sieht jetzt nicht, wie Desel und Alicia aussehen. Dafür gibt es hier ja diese Sachen. Ja, die können ja die Sachen von Alicia und na, Desel tragen, also Rose und Savet. Und ja, so würde dann Alicia aussehen. Und Desel würde so aussehen. Habe ich den da? Habe ich den Hut da hingepackt? Ich weiß es nicht. Egal. Ja. Dann habe ich noch. Die waren, glaube ich, kostenlos. Hier von God Eater waren halt irgendwelche Kostüme. Und zwar hier. Kleidung für Nana. Das war aber erstmal noch. Falsch. Und Kleidung für Julius. God Eater, nie gespielt. Kenne ich nur von dem 3DS-Spiel Project Cross Zone, aber da waren andere Charaktere dabei. Hier kenne ich schon wieder nicht die Namen. Und ja, ich bin Level 75, habe glaube ich 5 Level gelevelt. Was relativ easy war. Ich habe in diesem Wald gelevelt vor Elysia und das war relativ einfach. Wenn man bedenkt, dass ich den hier gemacht habe auf hoch. Und ich habe außerdem noch die mit Hilfe der Normans die Level nochmal erhöht. Und ja, komischerweise waren die Gegner relativ easy und hat es irgendwie sehr einfach gemacht, hier zu leveln. Frag mich nicht wieso, ist halt so. So, ich muss jetzt unbedingt mal ein Ding benutzen, ein Gastauswahl. Die sind alle im Eimer. So, endlich mal. Ja, war so perfekt, die Schwimmklamotten. そう、そう。そして消しからん真似をしている他一味。大丈夫です。怪しい風はもやしておきましたから。野暮だよね。もっと落ち着いて、この熱々天国を楽しめばいいのに。はい。身も心も浄化されるよ。この気持ちよさに気づけないなんて。本当男って子供ですよね。 Okay, das haben alle gesagt, aber stand nur leider. Warum hat Rose irgendwie so komisch geguckt und so eine komische Geste gemacht im Hintergrund? Ja. Ist noch irgendwas hier? Nein, okay. Boah. Außerdem habe ich hier noch die Nebenherrscher ein bisschen hochgelevelt, nämlich ich hatte irgendwie so 300.000 Gold oder so, da habe ich schön hier alles weggeballert. Da, diese Dinger sind hier auch noch aufgetaucht. Was irgendwie mit den God-Eater-DLC zusammenhängt. Ihr, der nach einem erbitterten Kampf lechzt, habt ihr die Entschlossenheit und die Kraft, euch den 10 Herausforderungen der wütenden Götter zu stellen? Sobald ihr euch einen Gott genährt hat, gibt es kein Zurück mehr. Solltet ihr fallen, erwartet euch nichts als ein grausiges Ende. Kampfregeln. Jetzt so an gegen Aragami. Grässliche Kreaturen aus einer anderen Welt. Ja, das sagt mir auch was aus Project Cross Zone. Jedes Mal, wenn du einen Kampf gewinnst, kannst du wählen, ob du weiterkämpfen oder aufgeben willst. Mit dem Kampf erhöht sich die Kraft und die Wildheit der Aragami, aber dafür lassen sie immer wertvolle Gegenstände fallen. Wenn du den 10. und letzten Kampf siegreich bestehst, kehrst du dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Jetzt nicht. Soll, glaube ich, in jedem Gasthaus oder so sein. So. Was haben wir vor? Wir gehen in diesem Part mal hoffentlich zu der Cuts Corner. Weil wir haben ja jetzt von Opa
einen hochrangigen Seraphen einen Gegenstand bekommen. Und den können wir jetzt hoffentlich darbieten, um Cut's Corner betreten zu dürfen. Dieser Delfin am Rücken, ne? Sehr komisch. Aber wenn Cut's Corner genauso aufgebaut ist wie in Tales of Graces F, müsste das ja eigentlich auch, weil ich will entspannter sein oder so. Ah, nee, da habe ich mit diesem Bade-Institut, glaube ich, verwechselt. Wollte ich gar nicht hin, aber hier ist auch anscheinend was. Was los? なんでも子供が死んでるのが見つかったんだって。お。スリの小僧だ。真面目に働く気になったと思ってたのに、たちの悪いゴロツキの懐を狙ってしくじったらしい。子供だからって容赦しなかったんだね。自分のやったことのやばさが分かってなかったんだな。あの子には仲間のガキもいたが、 同じように殺されちまってるかもな。だろうな。どうせ家なし子だってなもんだ。ゴロツキなんてやつはメンツを気にするもんな。舐めたやつは徹底的にやっちまう。行こう、スレ。オッケー。気にやまないで。スレイさんがどうしとして正しい選択をしましたわ。 Ach, war nicht, ja. Nee, Dinger wieder da, ja. Das weiß ich noch, ja. Ich auch welche benutzen können, um meine SK oder SA zu erhöhen. SA oder SA. SK. SK ist der blaue Balken, SA sind die Dinger hier zum Verwandeln. Okay, da wollte ich aber gar nicht hin. Ich wollte ja diesen Katz. Ich falsch abgebogen schon wieder. Ich kann nur mal wieder anmerken, wie einfach die Trainingssession war. Keine Ahnung, die Gegner waren irgendwie Level 99 oder so. Wenn ich den Schwierigkeitsgrad hochgeballert habe und Norman Level 9 reingepackt habe. Müsste eigentlich voll zerstört worden sein, aber irgendwie war das richtig chillig. Ich habe mich zwar im Gegenkampf amortisiert, aber trotzdem. War unnormal. So, jetzt kommen wir zu Cut's Corner, aber ne, jetzt bin ich hier richtig, ne? Was geht? Hätten wir aber vorher gesagt, ob wir ihn kennen. Ah, schön. Hier gibt es direkt Quest und hier gibt es auch Läden. Okay, gut. Boah, ist das eine dicke Truhe. Waren die schon immer so groß? Katzenkappe. Was ist das für eine Musik? Kappe und Katze zugleich. Miautastisch. Da, Music. Haha. Ja. Oh, cool. Oh mein Gott. Vielleicht gibt's ja irgendwelche Dialoge hier. 最終決戦を前に団結を高めるためにしりとりしようぜ。唐突にも程があるだろ。 時計回りで行くぜ。まずは俺から。くそ、ルはもうないぞ。ミクリオも脱落したか。すぐに面倒くさくなった。エドナーともかく、これでライラとザビーダの一騎打ちね。でしたらルズローシブレレイ。え、それありなの？イリゴマ。マントヒヒ。ヒダルマ。魔王坊の名前を言わせる気ね。 Ja, dieses eine, gab es so ein Spiel auch in Tales of Xillia 2. Sehr komisches Spiel. Ja, gibt es noch mehr Skits? Ja.
Gut. Und einige Quests warten ja auch noch. Ich will erstmal in den Laden nachschauen. So Müll. Höfliche Katz. Willst du gerne zurückgehen? Ja und nö. Mein Gott, die Musik. Ja, was hast du denn alles? Katz Corner hat immer die besten Sachen in Grace F. Ich bin ja noch Passant. Aber übrigens voll die geilen Klamotten bekommen. Weil ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und so gespielt habe, der mir gerade zur Verfügung steht. Deswegen voll die geilen Sachen hier, wie, weiß ich nicht. Zeig ich mal kurz. Ist eigentlich überall noch neu sein. Ist es aber nicht. Mumban, Nullwirkungsweste und so weiter. Beim Zavet hat hier voll viele Sachen. Wir sind hier voll hochgegangen bei einigen Charakteren. Zavet hat Angriff von 715 jetzt. Ist auch unnormal. Ist bestimmt entdeckt. What? Turtles. カメに。トータス。トータス。トータス。亀に一族に伝わる古い歌す。会いたくない亀の呪いを込めた歌すな。会いたくない奴が来てしまってさ。よくここに入れたすね。 亀の甲より年の甲、魚心あれば亀心というやつさ。さすがと褒めておくせや。問答無用。一族を裏切った罪、償ってもらうせ。同じ構えすか。やはり亀人っすね。だが実力は天地の差さ。 Kämpft ihr mit Fischen? Warum ist dieser Kampf so episch dargestellt? Oh, Finster Turtles. 128! Den werde ich nicht schaffen, ne. Ich benutze zwei Schwerter. Nein, warte mal, das sind keine Schwerter. Die sehen aus wie Fische. Das könnten keine Fische sein. Sind das wirklich Fische? Ja, der macht uns fertig. Hey, dein Akzent. Warte. Mein Gott, das wird nicht klappen. Guck mal, wie wenig ich mir noch abziehen. Ich will auch so Verteidigung 1000. Ja, super, ja. Bin ich jetzt sehr doof. Ich hätte ahnen können, dass hier schon direkt ein Kampf wartet. Das war blöd. Kann ich auch gar nicht machen. Das Blöde ist, ich kann jetzt nicht raus aus dem Kampf. Muss kaputt gehen, das ist das Blöde. Es ist schwer, hier die Kämpfe zu beenden, wenn man es will. Ich kann natürlich auch versuchen, weiter zu kämpfen, aber. Stört mich irgendwie, hat man nicht so die Kämpfe so im Dings beenden kann. Das finde ich nervig. Ich habe die ganze Zeit diese automatischen Ausweichdinger. Kann nicht mal kaputt gehen. Oh, töte mich, los, komm.
Sieht man alle Klamotten wenigstens. Boah, jetzt ist er wieder am Leben. Da, du kannst nicht kaputt gehen so schnell. Ja, ist natürlich jetzt doof. Mann. Dreck. Er hätte gewusst, dass da direkt schon ein Gegner auf uns wartet, ehrlich. Menno. Okay, da wollen wir noch nicht hin. Boah, jetzt muss ich auch noch wieder... Ja. Ja, auch wenn das schön anzusehen ist, das war das. Gut, 16 Minuten wieder vollkommen in den Wind gesetzt. Gut. Dann gehen wir noch mal nach Damensee. Und versuchen wenigstens, nein, nicht im Heiligtum. Versuchen wir nicht den Kampf zu triggern, wenn es geht. Wenn ich irgendwie blöd habe, man im Kampf nicht irgendwie zum Zielbildschirm machen kann. Weil es ist so schwer zu verrecken, weil die, man muss warten, bis alle Seraphen hier kaputt gehen, weil die tauschen sich andauernd aus. Und durch automatisches Ausweichen und so sind auch schwer getroffen zu werden. Also ja. Sehr komisch. Gehen wir trotzdem nach Cut's Corner und die Kinder müssen wir auch hier, das Kind müssen wir auch wieder ansprechen hier, also diese Horde von Leuten. Ich glaube, verkauft und so habe ich alles schon, ja, sonst könnte ich hier den Ladenrang vom Cut's Corner noch ein bisschen erhöhen. Wird es bestimmt bringen. Ja. Okay. Jetzt nicht in die Mitte reinlaufen. Da ist auch noch irgendwas. Ach, hier kann ich die ganzen Szenen wahrscheinlich wieder nachgucken, ne? Hm. Einige Sachen hier verpasst. Ah, so viele Sachen verpasst. Okay, gibt's noch eine Menge Cutscenes anscheinend. Na, ja, ich darf nicht in die Mitte reingehen. Also, das ist gut zu wissen. Und hier die Katzenkappe. Überdimensional großen Schatztruhe. Was? Okay. Muss bestimmte Sachen auch noch essen. Muss bestimmte Sachen essen. Okay. Ja, hier kann ich ja wieder nichts, außer hier sind neue. Jetzt die Sachen. Mal schon irgendwas verkaufen, damit ich den Ladenrang erhöhe. So. Gut, ist dann raus hier. Anscheinend. Ob ich die Musik noch irre macht. Okay. Alicia, was geht ab? Wo bist du? Oh, hier ist noch eine Goldruhe. Wer hat sich wieder aufgefüllt?
Difta-Schleife. Bringt mir nichts, da ich Ali schon nicht bei mir ab. Uah. Ja, vielleicht im DLC. Soll nach der Story weitergehen, also vielleicht haben wir noch eine Chance, Alicia darauf zu steuern, oder? Weil nicht Rose wird ersetzt, weit weiß ich. Wäre irgendwie komisch wahrscheinlich. Gut, dann gehen wir noch mal hier bei den Leuten vorbeischauen. Richtig, ja. Da müsste ich mal gucken, ob ich offscreen irgendwie was finde, wo noch irgendwas ist. Im Moment wüsste ich jetzt nicht, wo ich noch irgendwas suchen soll. Ich spreche mal mit Rose. Wäre vielleicht eine gute Idee. Vielleicht hat sich ja nach den paar Szenen irgendwas aktualisiert. So. Ja, da draußen gibt es eine Menge harte Helions. Okay, dann gehen wir mal nach Logrin und sprechen mit den Leuten. Was hast du noch? Was? Er ist drüben in Heiland. Willst du ihn abfangen, wenn er dort ist? Ich glaube, ich treffe ihn bestimmt in der Nähe des Falkenwindhangs. Okay. Das ist auch gut. Aber schon wieder zwei Anhaltspunkte. Ein paar Geschichten bei Maven und anscheinend hier mit den Verbrecherkindern. Gehen wir mal nach Logrin. Da wurde ich doch mal in irgendwelche Kämpfe reingezogen, ne? Von Level 128 Gegnern. Hat jemand einen Stern oder irgendwie so was über sich? In Logrin müsste ich mich eigentlich noch schneller bewegen als irgendwo sonst. Weil ich irgendwie den Seraphon schon so hochgeballert habe, dass ich irgendwie meine Laufgeschwindigkeit erhöhe. Jetzt noch mit Windschreiten, ne? Das ist schon extrem. Das sieht auffällig aus. Los, wenn in die neue entdeckte Ader, der Krieg in Aufschluss ein Ende gefunden haben. Okay. Wenn ich irgendjemand was über Maven, doch hier, du. Kennst du Maven, die Entdecker, Poetin? Was? Ich bin so neidisch auf dieses Leben von Ruine zurück, Ruine wandeln und Taten der Vergangenheit besiegen. Sie ist außerdem eine echte Schönheit. Maven lebt noch in der Trisolde-Höhle, wenn ich nicht irre. Was? Was? Rose, komm mal her. Wo ist er? Hallo? Wie macht sie das? Ich habe Angst. Ich will nur gucken, ob jetzt da sich was aktualisiert hat. Wenn ich mal eine Entdeckerpoetin gehört habe, ich bin noch immer so in der Tresorhöhle oder östlich von Logrin. Okay, dann kommen wir ja da als nächstes hin. Speicher mal hier. Wenn die Partner wahrscheinlich jetzt schon beenden. Oder wir könnten ja noch nach Dings gehen, wie in Nähe des Falkenwindkamms. Ja, Falkenwind. In der Nähe des Falkenwind kam es. Da bin ich eigentlich blind oder was?
Okay, ich kann anscheinend nicht da hoch wieder. Wird irgendwann mit Ednas Bruder passiert sein oder wie? Okay, anscheinend ist da was. Was macht der Typ hier oben? Hallo, na? Boah, bin ich irgendwie langsam jetzt so im Vergleich. Boah. What? Oh mein Gott, nein. Habe ich den Schwierigkeitsgrad noch? Ja, ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist noch auf Dingens, weil ich auf Reich bin. Ach man, das ist nicht fair. Mein Gott, lass mich flüchten. Bitte. Jetzt so eine langsame Flucht, ne? Ey! Das ist die Strandmusik, die Badeklamottenmusik. So. Ja, sag ich doch. Boah. Oder warum ich so verzichte? Und dann auch noch so Magier-Typen, ne? Nein, danke. Zum Stein noch kaputt machen. Ne? Okay. Sieht aber so aus. Verdammt. アイゼンを殺すってことさ。私との約束は悪いな。俺の約束はあいつをぶっ殺すってことなんだ。そう。見極めたのね。お兄ちゃんを救う方法はヘルダルフと同じだって。そうよね。ドラゴンを元に戻すことなんてできない。だから殺すしかないの。 Verstehe sie überhaupt nicht. Spricht auf einmal voll leise. まではわかってる。お兄ちゃんを殺さないと。あれが生きてる神。私は俺がドラゴンになったのを殺して、きっとエドナが苦しむ。それって何よそれ。勝手なことばかり。勝手に民に出て、勝手にドラゴンになって。 Ich will doch noch gar nicht, boah. Oh Mann. Bricht mir irgendwie das Herz, Edna weinen zu sehen. So, aber ich bleib gar nicht hin. Ich wollte eigentlich diesen einen Typen hier treffen. Mann. Leute. Ich beende die Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Hysteria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.